Moin moin liebe Chromebook-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge So geht Chromebook. In meiner heutigen Folge möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Chromebook starten könnt, ohne dass dieser Browser direkt geöffnet ist. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der häufigsten Fragen, die mir so über den Weg gelaufen ist. Viele von euch empfinden es als störend, dass wenn ihr euer Chromebook hochfahrt, dass dann direkt der Chrome-Browser geöffnet wird und dass in der Regel auch die letzte Browserseite, die ihr geöffnet hattet, direkt wieder geöffnet wird. Das kann ich ganz gut verstehen und vielleicht zunächst einmal eine Antwort darauf, wie ihr das ändern könnt, dass immer die letzte Browserseite, die ihr geöffnet hattet, geöffnet wird. Dafür geht ihr einfach hier in Google Chrome in die Einstellungen, also vom Chrome Browser. Und wenn ihr hier in den Einstellungen drin seid, dann geht ihr auf beim Start und hier könnt ihr dann einstellen, dass er beim Start des Browsers entweder die zuletzt angesehene Seite oder die zuletzt angesehenen Seiten öffnet oder eine neue Tab-Seite öffnet, also so wie das hier aussieht, wenn ich ein neues Tab öffne, dann zeigt er jetzt das hier an. Das ändert sich natürlich immer wieder, das Google-Logo. Das sieht auch sehr interessant aus auf jeden Fall. Und dann könnt ihr sozusagen verhindern, dass er die zuletzt angesehene Seite öffnet, wenn ihr einfach das hier einstellt und dann könnt ihr das ganz einfach schließen. Kommen wir aber nun zu der Kernfrage dieses Videos, nämlich wie könnt ihr eigentlich überhaupt verhindern, dass wenn ihr euer Chromebook startet, sich der Chrome-Browser direkt öffnet? Und leider gibt es in den Einstellungen keine Einstellungsmöglichkeit, wie ihr das direkt verhindern könnt. Ich habe aber einen ganz guten Workaround für euch, sodass es zukünftig nicht mehr unbedingt so sein muss, dass wenn ihr an euer Chromebook geht, dass dann der Browser geöffnet ist. Und dafür gehen wir zunächst einmal in die Einstellungen rein. Und in den Einstellungen suchen wir einfach mal nach Zuklappen. Und dann haben wir hier beim Zuklappen in den Ruhemodus wechseln und da gehen wir doch einmal rauf. Das findet ihr auch hier auf der linken Seite, aber hier über die Suche ist es natürlich ein bisschen einfacher. Und zunächst einmal ist es ganz wichtig, dass ihr hier das Häkchen dann markiert als aktiv, nämlich dass wenn ihr euer Chromebook zuklappt, dass er dann direkt in den Ruhemodus wechselt. Das führt dann dazu, dass wenn ihr das Chromebook zuklappt, wie gesagt, in den Ruhemodus wechselt und auch Energie spart. Anschließend müsst ihr in den Einstellungen dann in den Bereich Sicherheit und Anmeldung gehen und hier müsst ihr das Häkchen bei Sperrbildschirm anzeigen, wenn der Ruhemodus beendet wird, damit ihr, wenn ihr aus dem Ruhemodus kommt, nach dem Aufklappen auch wieder das Kennwort eingeben müsst. Hier könnt ihr übrigens alternativ entweder das Passwort wählen oder eine PIN festlegen, indem ihr auf PIN erstellen geht. Das heißt, wenn es euch nervt, dass immer wieder der Chrome-Browser startet, dann dürft ihr nicht hier über herunterfahren das Chromebook schließen, sondern ihr müsst eben das Chromebook einfach zuklappen. Und wenn ihr es dann wieder aufklappt, dann könnt ihr euch ganz normal einloggen mit eurem Passwort. Und das Chromebook würde dann genau so starten, wie ihr es zuletzt geschlossen habt. Ich weiß, dass es auf jeden Fall die bessere Lösung wäre, wenn ihr das direkt in Chrome OS einstellen könntet. Aber das ist nach meinem Wissensstand aktuell noch nicht möglich. Wenn ihr eine Lösung dafür habt oder wenn zukünftig diese Einstellungsmöglichkeit kommt, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Und dann würde ich einfach ein aktualisiertes Video machen, wo ich dann zeige, wie ihr das in den Einstellungen ändern könnt. Ich hoffe aber trotzdem, dass euch dieser kleine Workaround weiterhilft. Für mich ist es zum Beispiel so, ich fahre in der Regel nie mein Chromebook über den Herunterfahren-Knopf runter. Sondern ich klappe es tatsächlich immer nur zu und die Akkulaufzeit von einem Chromebook ist so gut, dass es dann auch eigentlich überhaupt nicht auffällt, ob ich das jetzt im Ruhemodus zugeklappt habe oder ob ich es richtig heruntergefahren habe. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr zukünftig kein Video mehr von mir verpasst. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Video.